Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Besucher auf den Tribünen, Kameraden am Hindukusch. Was wir hier gerade wieder gehört haben, auch von der Kollegin von der SPD, das sind ja alles hehre Wünsche, die Sie hier geäußert haben. Und ich würde mir auch wünschen, dass das weiterhin Bestand hat. Aber es wird nicht passieren. Die Taliban werden wieder an die Macht kommen. Wir haben 2001 die sogenannte Petersberg-Konferenz gehabt, wo man darüber verhandelt hat, wie es in Afghanistan aussehen soll nach der Herrschaft der Taliban. Im Moment ist es aber so, dass man mit den Taliban verhandeln muss. Man verhandelt mit den Taliban. Die Taliban setzen ihre Forderungen durch. Wir haben momentan 1.500 Freilassungen von Kriegsverbrechern und von Terroristen in Afghanistan. 5.000 sind gefordert. Die werden auch noch kommen. Die sogenannten Menschen-, Frauenrechte, die Sie angesprochen haben hier eben, die werden keinen Bestand haben, denn die Taliban werden dieses Land wieder kontrollieren. Und wenn man sich ehrlich macht und diese Salamitaktik, in der wir immer diesen Einsatz verlängert haben, in der Hoffnung, dass sich irgendetwas bewegt, hat doch letztendlich nur gezeigt, ohne die Vereinigten Staaten, ohne Trump sind wir nicht durchhaltefähig, sind wir nicht überlebensfähig in diesem Land. Das heißt, wir haben 20 Jahre investiert, wir haben als Deutsche einen hohen Blutzoll bezahlt, wir haben viel Geld in dieses Land gesteckt und müssen jetzt letztendlich doch erkennen, denn die Amerikaner werden abziehen. Ja, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dann werden wir auch abziehen und dann wird auch nichts davon übrig bleiben, wie Herr Otte es auch im Ausschuss gesagt hat. Wir müssen ja unsere erreichten Ziele und andere Sachen und unsere Erfolge müssen wir erhalten. Man kann dort nichts erhalten, Herr Otte. Die Taliban werden faktisch die Macht wieder übernehmen und uns wird nichts übrig bleiben, als zu erkennen, dass dieser Einsatz schon gescheitert war, als deutsche Soldaten Afghanistan das erste Mal betreten haben. Und was auch falsch ist, von Peter Struck, der ehemalige Verteidigungsminister, der gesagt hat, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Das war damals falsch und es ist auch heute falsch. Man hat die deutsche Bevölkerung getäuscht. Man hat ihnen gesagt, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Und wo stehen wir heute? Wir stehen heute da, dass wir abziehen müssen. Es gibt noch nicht mal eine Exit-Strategie. Die Exit-Strategie, die die Bundesregierung hat, die Verteidigungsministerin hat, ist zusammen rein, zusammen raus. Das ist alles auf gut Deutsch. Wenn die Amerikaner mit ihren Fähigkeiten gehen und wir können diese Fähigkeiten nicht abbilden, dann gehen wir auch. Das ist die ganze Wahrheit. Aber das ist schon seit 20 Jahren die Wahrheit. Warum wird denn das nicht gesagt? Ja? Warum haben wir es denn wirklich nie ausgeplant? Natürlich war ich da. Und ich habe auch die sogenannten Ich kenne aber genügend Kameraden, Herr Otte, die da waren, die mir das auch erzählen. Oder wollen Sie denen auch die Fachexpertise absprechen, die beim Karfreitagsgefecht dabei waren, die gekämpft haben, die ihre Kameraden herausgelöst haben? Wollen Sie denen die Fachexpertise absprechen? Wenn Sie es mir absprechen, kann ich es verstehen politisch. Aber sprechen Sie es nicht diesen Kameraden ab. Das ist schäbig, Herr Otte. Das geht nicht und das funktioniert nicht. Ich möchte hiermit noch mal zum Ausdruck bringen, dieser Einsatz ist gescheitert. Und wir sollten nicht mit dem Gedanken spielen, ihn hier noch künstlich weiter zu verlängern, unter der Prämisse, wir haben dort ja Erfolge erreicht. Ja, wenn man dort Erfolge erreicht hat, dann nur, weil dort Truppen sind. Wenn die Truppen weg sind, werden die Taliban die Macht übernehmen. Es gibt keine Mädchenschulen, es wird keine Frauenschulen übergeben. Es wird nicht so etwas geben wie unser Grundgesetz. Die werden die Scharia dort durchsetzen und die werden das machen, was sie vor 20 Jahren auch schon gemacht haben. Und das muss ihnen endlich mal bewusst werden und sie müssen sich ehrlich machen. Und wenn Sie dort Truppen lassen wollen und wenn Sie diesem Land helfen wollen, dann sagen Sie doch unserem Volk endlich, dass dieser Einsatz nicht 2040, sondern dass er 100 Jahre geht. Das müssen Sie unserem Volk doch endlich mal sagen und nicht diese Salamitaktik. Vielen Dank dafür und deswegen ziehen wir unsere Truppen lieber heute ab als morgen. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Dr. Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion.